Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und sorry, falls ich irgendwie gerade zur Zeit echt wirklich kaum mehr was hochlade, aber es läuft gerade so vieles noch im Hintergrund, wovon ich euch dann aber hoffentlich dann auch vielleicht auch erzählen kann. Ja, aber jetzt würde es sich dann auch mal wieder um ein DM-Haul handeln und ein bisschen was von Woolworth, weil ich habe da kurz eingekauft gehabt, also Kleinigkeiten aber auch nicht allzu viel, weil ja, irgendwie denke ich nicht mehr allzu viel dran, wie gesagt, so viel an Neuheiten und sonstiges, um zu testen, weil ich gerade ja auch selber noch sehr viel da habe, aber gut, ich starte dann einfach mal so mit den Sachen vom DM, was ich so oder so meistens ja eh immer nachkaufe, wenn es dann leer ist, sind die Always Slip-Einlagen. Kennt ihr auch schon so ein bisschen von mir, Daily Fresh, dass auch alles untenrum ja, wie gesagt, fresh ist. Die kaufe ich ja eben gern dafür ein. Dann einmal, Haushalt ist ja auch immer so mit dabei, habe ich hier dann auch mal weißer Riese für bunte Wäsche, dass ich das dann ja auch damit eher wasche natürlich. Ja, also weißer Riese, Color Gel, also das ist dann eher für die bunte Wäsche zum Beispiel mache. Dann noch eine Sache, was ich auch natürlich hier für meine kleine Ecke benutzen kann oder sollte, weil das andere sieht schon so ein bisschen komisch aus, auch so ein bisschen klebrig, habe ich hier auch mal ein neues Nagelclipser geholt, also um die Kunstnägel immer abzumachen. Genau, habe ich hier so eins hier, sieht auch irgendwie sehr, sehr cool aus und so ein bisschen rosé. Und falls ihr auch seht, hier kann ich euch so ein bisschen zeigen, wie meine Nägel gerade aussehen. Mal etwas länger und ein bisschen anders als sonst. Finde ich aber auch sehr, sehr cool. Ja, habe ich hier dafür das hier geholt gehabt, um den anderen zu ersetzen. Dann, weil ich auch gerne was vorhabe, um ein bisschen was herzustellen für so, wenn es so weit ist, dass ich mehr und mehr Kunden dann aufbaue, so wie Nagelöl und sonstiges selber machen, habe ich hier dafür auch noch Kokosöl, das ich selber vielleicht so anmische mit so aromatischen Ölen. Genau, habe ich hier dann Kokosöl mal geholt gehabt, um es mal auszuprobieren, wie das so geht mit selber Öl mischen. Und wie ich ja gerade schon gesagt gehabt habe, um dass ich das ja mache, um so Nagelöle zu mischen, habe ich hier noch so wie ätherischen Öl und so ein Parfümöl. Würden bestimmt gut dazu gehen. Einmal hier so in einem Vanille und ein Lavendel. Ich mag die Düfte so an sich ja ganz gerne, deswegen habe ich die beiden dann mal mitgenommen. Dann auch natürlich, dass ich auch alles hier um die Ecke natürlich desinfiziere und auch natürlich die Instrumente und sonstiges, habe ich hier das von Denk mit, wieder das Desinfektionsspray. Sorry, falls ich gerade immer so ein bisschen wie fast außer Atem bin. Aber ja, habe ich hier jetzt dann auch wieder das nachgekauft gehabt, weil das andere ja auch schon wieder fast leer ist. Dann auch noch, weil ich jetzt das andere umgefüllt habe in eine andere Tube. Oder besser gesagt, einen Pumpspender, habe ich das von Neonel Cleaner jetzt hier reingetan. Und das andere habe ich jetzt noch hier wie als Nachschub, dass ich es vielleicht auch nochmal auffüllen kann. Also das ist dann dafür hier. Und dann noch nur kleine Kleinigkeiten, was ich, ja, mein Puder ist eh schon fast leer. Also das All About Matte Fixing Puder von Essence, das kennt ihr ja sehr gut von mir, weil ich das echt über alles liebe, habe ich hier ein neues mitgekauft. Also ich habe das andere ja schon jetzt wieder ultra lange, aber auch weil ich mich gerade zur Zeit nicht allzu viel schminke. Aber trotzdem muss ein neues her. Und weil ich ja um Lippenkombis ja nicht ganz so drumherum gehen kann, habe ich mir mal neue geholt gehabt. Vielleicht wird es ja mein Go-To so für die nächste Zeit. Einmal hier von Essence. Das 8 Stunden Matte Liquid Lipstick. Das sieht so aus hier von der Verpackung. Sieht auch sehr, sehr cool aus, so mit diesem so Milchglas-Optik so. Und dazu dann auch noch den passenden Lip Liner dazu. Das ist alles in der Farbe, wenn ich es hier so lese. 01 Cinnamon Spice, sowohl auch dann der Lip Liner. Sieht auch sehr, sehr schön aus, so die Kombi. So war dann auch jetzt das alles vom DM, dann nur noch so Kleinigkeiten vom Woolworth. Also, was ich aber auch so hier für meine kleine Ecke so ein bisschen gebrauchen kann und auch natürlich für das, was ich gerne vorhabe.
Dafür habe ich halt jetzt gerade diese große Tüte kurz. Einmal habe ich hier kurz einen Bilderrahmen, weil ich damit dann die Tipps sozusagen mit den Formen, die ich dann so wie präsentiere, dass wenn die Kunden ja reinkommen, welche Form die dann wählen wollen und was ihnen dann ja eher entspricht, dass hier wie so alles halt wie präsentiert ist, so bei mir an der Wand. Genau, habe ich hier dafür dann Bilder reingeholt gehabt. So würde ich dann die Tipps sozusagen wie ankleben, dahinter dann aber wie in so ein Blatt mit den Namen der Nagelformen. Dann noch einmal natürlich, dass ich das vielleicht ja so umfüllen könnte, die also die Öle natürlich, wenn es mal dann auch gemacht ist. So Döschen habe ich da gefunden gehabt bei Woolworth, Plättenflaschen, zwei Stück, vielleicht so etwas kleiner als die anderen, die ich ja gesehen habe. Leider nicht allzu viel kleiner, wie ich es gerne haben wollen würde, aber vielleicht dann irgendwann mal so mit der Zeit, dass ich es dann auch wie als kleines Goodie mitgebe. Ja, habe ich das hier dann mit. Aber auch natürlich, was ich von dort brauchte, war so ein kleines Nagel, also Nähbox. Habe hier zu Hause fast nichts da, aber ja, habe ich jetzt das hier schon mal als Sache da, die ich eh hier zu Hause gebrauchen könnte. Und dann noch die letzten zwei Sachen, weil ich da auch nicht echt drum herum komme, weil die so schön sind. Ich habe hier schon eins, was ich auch so schon mal benutzt habe mit diesen Farbkombis. Echt sehr, sehr schön. Und dann habe ich hier noch die zwei anderen geholt gehabt. Dann, dass das hier dann ein bisschen komplett ist. Dann muss ich an sowas erstmal nicht wirklich nachkaufen. Sieht auch sehr, sehr cool aus und sehr, sehr schön. Ja, also das war es dann eigentlich auch so schon mit diesem kleinen, aber feinen Video hier von mir. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefallen. Und ich versuche dann auch mit der Zeit dann mehr zu machen. Ich hoffe, ja, dass da dann auch dann viel, viel mehr von mir auch selber kommt. Und was dann so alles so mit der Zeit passiert ist, werde ich dann euch dann auch noch auf jeden Fall irgendwann bald erzählen. Genau, also würde ich dann mal sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community seid. Ich würde mich auch dann sehr, sehr freuen. Also klickt euch gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, auch die Glocke daneben noch zu aktivieren. Ich würde mich sehr darüber freuen und schaut auch vielleicht hin und wieder mal auf Instagram vorbei. Dort versuche ich es auch so ein bisschen, ja, aktiv zu sein, auch wenn es da gerade ein bisschen mau ist, aber schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei auf meinem normalen Account und auch sowohl auf meinem Nägel-Account. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!